Was hat jetzt das mit ganzen Themen zu tun? Meine Herrschaften, was ich jetzt gesprochen habe, das ist eng. Ich habe es euch gesagt. Bitte, tut doch nicht so. Lasst doch keine Schuld. Der gehöre ich natürlich die, ich glaube, das ist ja die meisten, zu der Zeit, woran ich bin, war das Jahresbudget in Österreich bei 666 und 80 Milliarden Schilling. Mit der Sanierung der Staatsindustrie, die kostete den Österreich der Regierung, die alle hier sitzen, 180 Milliarden Schilling. Das sind also fast ein Drittel des eines Jahresbudgets der Republik Österreich. Das muss man schon kein Zauber nicht durch die Kopf lassen, da haben wir mal. Wo ist das denn? Wo ist das Geld? Das ist ja immer die Frage. Wo ist das Geld? Auch die Ballastungskosten. Es wird gestohlen, es wurde geschoben. Wo ist das Geld? Das ist die Frage auch Geld. Dass wir saubere Verhältnisse haben wollten im Parlament, in einer parlamentarischen Überwachung, dass die Kredite, die aufgenommen wurden, zuerst zurückgezahlt werden. Und dann kann man weitergehen. Er sitzt in Indien und schreibt das Buch und hat das Problem zu lösen und kommt auf die Idee, wie er während seiner Studie bei Kinder in Cambridge aufgesogen hat. Er lässt die Rupie nicht an eine Edelmetall sich richten, sondern er bindet die Rupie an das Pfund. Mit dieser Tat ist die erste Währungsparität der Welt entstanden. Bis dahin gab es ja immer nur Metallparität, Goldparität. Hier entsteht das erste Mal eine Währungsparität. So und so viele Rupien sind gleich so und so viel Pfund. Von Schilling oder Pfund. Damit wurde die indische Wirtschaft gab ein unglaublichen Aufschwung. Alle sprachen darüber, alle Fachleute, nur die deutschen sprachen nicht darüber, dass man endlich zu einer Währungsqualität gekommen ist. Das heißt, die Leistung eines Staates wird an einer anderen Währung gemessen und nicht an einer Methode, im Grunde genommen eines toten Metalls, dem wirklich effektive Werte zugeschrieben werden. Das war der große Durchschnitt von Keynes. Er hat das Buch geschrieben, wird bekannt, als Fachmann für Währungspolitik und der Kriegsbeschluss aus. Der Weltkrieg, den kennen wir, und jetzt kommt eine Phase, wo ich hier die Zeit verbringe, um euch in der Nähe zu bringen, warum ihr ein Kind als Europäer nicht ist. Gibt es ja nach dem Ersten Weltkrieg. Ich habe das alle in den Kriegsverhandlungen und es kam auch darüber, über die wirtschaftliche Situation wurde gesprochen. Und Keynes wurde der Leiter der Kommission, der für Wiedergutmachung und Reparationen während der Pariser Kriegsverhandlungen. Ich mache es kurz. Man musste Deutschland bestrafen, man wollte die furchtbar bestrafen. Das haben wir ja schon in der Studie alles gekauft, mal gehört, besonders von der vertrauten Seite her, diese Schmach, die dort entstanden ist, die war auch nicht eine Schmach, die war eine Kauferei. Denn Keynes hatte mit seinen mathematischen Kenntnissen, mit statistischen Kenntnissen, die er aus der Volkswirtschaft Rechnungen sich geschaffen hat, dass eine Wiedergutmachung von 9 Milliarden Dollar, gleichzeitig in Golddollar, 9 Milliarden, riesig. Nur vielleicht ein Begriff der Verhältnisse zu geben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Staat 50 oder 100 Millionen Dollar Kredite aufgenommen. Das ging über Währungsfonds, Schweiz und so weiter und so weiter. Im Ersten Weltkrieg, abgelehnt bei den Friedensverhandlungen, wurden Deutschland 36 Milliarden Golddollar als Wiedergutmachung der Tradition aufgefahren. Keynes sagte maximal 9 Milliarden, ansonsten verlasse ich die Kommission. Er war gut gestaltet, er hatte keine Notwendigkeit, die
die europäischen Ökonomen, die alle am Hängeband der Regierungen sind, in der Politik sind oder der Staaten sind, weil die Staatsangestellte praktisch sind, vom Staat der Geld ziehen. Das heißt, du sollst dem nicht leisten, die Hand nicht leisten, nicht füttern. Bei ihm hat es nicht gedeutet, deswegen aber Robert noch einmal, 125 Jahre, als er geboren wurde, alles Gute zum Geburtstag. Schlussendlich kurz und gut. Selbst das hat ihn nicht genutzt, dass er aufgeblickt hat, dass nach der Grenzziehung nach dem Weltkrieg zum Beispiel über 25% der Kohlebergwerke in fremde Länder gelandet ist. Kann man dann von einem Land, das man auch von Rohstoffen beraubt, noch überhöhte Reparaturkosten verlangen. Kurz und gut, der nahm den Bus und verließ die Verwaltung. Es gab einen riesigen Sturz. Und als er auch rausging aus der Stube, sagte er, meine Herren, ich mache Sie aufmerksam. Wenn Sie das tun, was Sie jetzt machen, kommt aus Europa die größte Not und das größte Leid, was je in Europa gegeben hat. Hier vermittelt. Flugs schrieb er ein Buch, The Consequences of Peace, das in, glaube ich, 32 Sprachen übersetzt wurde, auch ins Deutsche. Keiner, haben Sie es gelesen? Keiner. The Consequences of Peace beinhaltet all das, was ich jetzt erzählt habe. Und macht die Welt und die Leserschaft darauf aufmerksam, dass hier eine Fußballverbrechen, das ist das, was ich jetzt nicht verwende, begangen wird gegen die Menschheit. Denn es ist eine Diktatur-Möglichkeit, diese 36 Milliarden Dollar zu bezahlen. Erstens, Verhandlungen hat ein Riesenerfolg, das Buch von den Bestseller, das würde vielleicht einer zu der Zeit, würde es immer zu von der Pauke-Signal, auch zu seinem Riesen. Heute ist es ja falsch, kein Wort ist Bestseller, aber zu der Zeit war es ein super Bestseller. Interessanterweise, aber es gibt keine Rückschlag, keine Echo aus Deutschland.